Bildung, Politik und Performance als 60 Sekunden Dauerschleife, Einblick in die Welt und hinter die Kulissen von TikTok. Und das ist jetzt relativ generisch gestaltet erstmal. Wir haben aber immer die Möglichkeit, oder Sie haben auch immer die Möglichkeit, Dinge in den Chat zu schreiben, die ich dann versuche zu monitoren, um sie beantworten zu können. Dass je nachdem, wie der Vorerfahrungsstand in Bezug auf die App ist, vielleicht Dinge nochmal von uns vertieft werden können, die in den Folien jetzt noch nicht so intensiv thematisiert werden. Ich würde aber trotzdem gerne, da wir ja so viele Menschen sind, aber auch alle gleichzeitig in Zoom sind, wo wir diese tolle Chatfunktion haben, einmal so eine Art Mini-Umfrage in den Chat basteln wollen. Und dafür habe ich drei Aussagen, zu denen man sich positionieren kann. Und am besten würde man dann immer diesen Buchstaben schreiben. Also A wäre, ich habe TikTok auf dem Smartphone. Also es wäre für mich interessant, wie viele von Ihnen und euch das tatsächlich auf dem Smartphone haben und dann eventuell ja auch benutzen. B, ich habe auch schon mal ein TikTok-Video erstellt. Und C, ich verbinde TikTok mit folgenden zwei Schlagwörtern. Genau. Oh, es passieren schon Dinge im Chat. Nein, nein, nein. Doppelnein. Es gibt noch viele Neins. Jetzt ist es so, wie wenn man dann später so viele FollowerInnen hat und dann mit den Kommentaren nicht hinterherkommt, die zu sehen. Aber das Verhältnis ist noch deutlicher im Nein-Bereich. Tanzen Trend. Eine Person hat alles mit Ja beantwortet. Vielleicht auch mehr als eine Person, aber bei einer Person habe ich es zumindest jetzt gesehen. Stundenlang vom Handy, Performance, Jugend, Prokrastination, Inspiration, Spaß und Wissen. Nein, nein. Sekundenunterhaltung. Lustig und schnell. Ich gehe nochmal ein bisschen höher. Kommunikation. Oberflächlich und Zeitraum, Choreografien, Musical.ly, umstritten, ja, sehr umstritten, das stimmt. Videos und Tanzen, abwechslungsreich und ein Zeitfresser. Sie können ja gerne nur noch weiter posten, aber es gibt sowohl Menschen, die es nutzen und auch tatsächlich aktiv, aber im Verhältnis sind es jetzt weniger Personen in unserem Kreis als Personen, die es eher nicht nutzen. Und es kommt immer mal wieder sowas auf in den Schlagworten, dass es unterhaltend ist und dass es aber irgendwie auch um Performance geht und um Tanz mitunter vielleicht sogar im Speziellen. Ich habe mal einen Screenshot gemacht von so einer Art typischen TikTok-Influencerin, die laut Forbes Magazin ganz entspannte, gemütliche 4 Millionen Dollar im letzten Jahr mit ihren Videos gemacht hat. Und man sieht ja hier, dass sie schon fast 130 Millionen FollowerInnen hat. Und die verkörpert eigentlich all das, was in einigen der eben getätigten Kommentaren vorkommt, nämlich, dass es um Tanz und um Unterhaltung geht, es geht um Performance und um sehr kurz, ja, sehr schnelle Videos, die tatsächlich dann auch in sehr regelmäßigen Abständen gepostet werden können. Und ich zeige einfach mal ein Video, was jetzt noch relativ neu ist, vom 14. Oktober. Wo man mal so sieht, wie das bei Charlie dann auf dem Kanal typischerweise sich darstellt. Genau, ein super kurzes Video. Und man sieht rechts schon verschiedene Screenshots von Videos, die nun entstanden sind, in denen andere Personen genau diesen Tanz jetzt auch performen. Und darüber steht, dass mit dem Stand von heute schon über 280.000 Videos zu diesem Sound erstellt wurden und eine große Vielzahl prozentual funktioniert tatsächlich darüber, dass genau die identische, in Anführungsstrichen, Performance tatsächlich realisiert wird. Und hier in dem rechten Screenshot sieht man ja schon diese kleinen Emojis, die eingefügt sind, die andere Personen wiederum dabei oder dazu befähigen sollen, auch diese Performance bzw. diese Choreografie erlernen zu können, um dann hier mit einzutreten. Genau. Und ich habe das jetzt hier mal als Duett, als Shortcut quasi, um ein Video runterzuladen, kann man manchmal ein Duett erstellen.
Deshalb gibt es jetzt hier ein Duett, wo man ein Tutorial sieht. Das heißt, wir haben eigentlich eine ganze Produktionskultur, die sich um dann diese Mini-Videos, die oft tatsächlich nur 15 Sekunden umfassen, herum aufbaut und gestaltet, um sich gegenseitig dabei zu unterstützen, eben genau jenes auch zu tun. Und daneben habe ich nochmal so die zentralen Elemente, für die TikTok häufig einfach steht oder für die es bekannt geworden ist, hingeschrieben. Nämlich zum einen, dass es Trends gibt, die dann entstehen und sich verbreiten, häufig auf Basis von Performance und in der Regel miteinander verwoben durch Sounds. Und ihre Verbreitung entsteht eben durch eine Zirkulation, die bestenfalls nochmal ins Unendliche gesteigert wird, dadurch, dass dann die Videos wiederum weitergeteilt werden können und wieder weiter mit neuen Inhalten verknüpft werden können. Genau, ich habe diese typischen Elemente mal zusammengeschnitten oder zusammengestellt. Das eine ist ja Tanz, haben wir quasi eben schon gesehen. Hier sieht man zum Beispiel von meinem Kanal meinen minimal vorhandenen Tanzskills. Genau, dann sind interaktive Filter total wichtig. Das war hier jetzt auch ja schon so, dass es einen Filter gab, der mir quasi ermöglicht, in einer Choreografie mit mir selbst eine Gruppenperformance zu machen, die aber anders als jetzt eine Gruppenperformance, wie wir sie typischerweise in einem Tanzensemble hätten, keinerlei Fehler duldet, sondern alle performen identisch, da sie ja quasi einfach das Abbild meiner eigenen Bewegung sind. Genau, das zweite sind interaktive Filter, die sind super wichtig für TikTok. Und das dritte ist die Performance bzw. auch die lippensynchrone Performance. Und ich habe jetzt ein Video eingefügt, das sich auf ein Buch bezieht, was wir gerade herausgeben und in dem unter anderem Martina und Christine auch Texte geschrieben haben, die jetzt dann bald auch mal erscheinen werden. Let it go, let it go. Genau. Und da sieht man schon so ein Prinzip, nämlich dass letztlich durch die Textinhalte, die in den Videos vorkommen, auch gestaltet werden kann, was ich mit dem Video meine, obwohl der Sound dann der identische ist. Das heißt, das war ja jetzt ein Ton aus Frozen und dazu werden aber ganz unterschiedliche Geschichten erzählt. So, genau. Hier habe ich das nochmal so zusammengestellt. Das ist jetzt ein anderer Sound. Ich spiele jetzt das Video mal nicht ab. Aber man sieht, zu einem identischen Sound gibt es hier ganz unterschiedliche Geschichten. Bei mir, einfach weil es sich bei mir immer um Wissenschaft dreht, geht es irgendwie wieder um irgendwas mit Publikationen und Artikeln. Und bei den anderen geht es aber um ganz unterschiedliche Themen. Zum Beispiel erster Tag wieder zurück nach Corona. Oder wenn die Jungs auf einmal durch die Pubertät gegangen sind oder in die Pubertät kommen. Wann der Klassenclown wieder zurückkommt, also ganz verschiedene Sachen. Und was jeweils die Message ist oder was das Thema des einzelnen Videos ist, findet sich häufig gar nicht mal so sehr in der Caption bei TikTok, sondern stärker noch in diesen Textinsertierungen, die im Video gemacht werden. Es gibt dann in Bezug auf diese Zirkulation zwei spezifische Interaktionsmomente bei TikTok. Und die wurden erst später eingeführt, also die gab es anfangs noch nicht, aber es wurde dann zunehmend geschaut, wie kann ich denn die Personen, die die App nutzen, noch stärker miteinander in Interaktion bringen. Und eines ist das Duett. Und beim Duett wird ein neues Video neben ein schon vorhandenes Video gesetzt. Und das Prinzip ist dann, dass die Person, die das Video erstellt hat, eine Benachrichtigung darüber bekommt, dass jetzt jemand ein anderes Video eben produziert hat und zusätzlich man von dem neuen Video immer wieder zu dem Original kommt. Das heißt, wir haben so eine Vergrößerung der Reichweite des Originalvideos, wenn andere Personen ein Duett machen. Hier sieht man mal ein Duett. Vielleicht.
zwingt dich Corona immer noch dazu, von zu Hause zu lernen und zu arbeiten. Dann habe ich hier 5 Tricks, die dir den Alltag leichter machen. Nach dem Aufstehen solltest du dich direkt fertig machen. Bleib auf keinen Fall im Schlafanzug, sondern zieh dich so an, als würdest du das Haus verlassen. Und das solltest du dann auch tun. Dreh eine kleine Runde um den Block, tank frische Luft und beweg dich ein bisschen, um den Kreislauf in Schwung zu bringen. Richte dir zu Hause unbedingt einen festen Arbeitsplatz mit ordentlichem Tisch, Stuhl und Licht ein und leg dich auf keinen Fall zum Lernen oder Arbeiten auf die Couch oder zurück ins Bett. Sorg dann zwischendrin immer wieder für Pausen und ein bisschen Bewegung. Ich habe mir ganz fancy gleich einen Stehschreibtisch zugelegt. Und zu allerletzt noch ganz wichtig, setz dir feste Arbeitszeit. Genau wie in der Schule oder Arbeit gilt auch zu Hause. Zelebriere den Feierabend und schalte ab. Genau, das kennen wir ja alle von jetzt der Corona-Zeit in der Lehre, dass wir immer genau uns diese Strukturen gesetzt haben. Also Studierende, glaube ich, genauso wie Dozierende. Und das zweite Interaktionsmoment ist der Stitch. Und ich freue mich, dass Claudia da ist, weil das ein Video ist, was auf Claudias Kanal publiziert ist. Und es handelt sich beim Stitch um eine Zusammenschmelzung von 2 Videos. Das heißt, es gibt auch hier wieder ein Originalvideo. Und darauf kann eine Reaktion getätigt werden, die mit diesem dann verwoben ist. Ich habe also bis zu 5 Sekunden, kann ich aus einem Originalvideo mir schnappen und dann meines dahinter setzen. Und das Prinzip ist dann wieder das Gleiche. Nämlich, dass ich jetzt eine Benachrichtigung bekommen habe, dass Claudia ein Video mit meinem Video gemacht hat. Und ich dann somit das... Achso, Claudia sagt Hallo. Ja, hallo Claudia. Ich dachte, es sind schon Fragen im Chat. Genau, ich mache es einfach mal an. Ihr habt mich gefragt, wie ich Professorin geworden bin. Deshalb gibt es dafür heute die 39. Minute Wissenschaft. Das habt ihr mich zwar nicht gefragt, aber ich erzähle es euch trotzdem. Ich habe ein Diplom gemacht. Ja, so alt bin ich schon. Ein Diplom an der Universität Mainz in Meteorologie. Das wird auch Atmosphärenphysik genannt, also es geht um Physik und Atmosphäre, Wettervorhersagen, sowas in der Richtung. Darin habe ich das Diplom gemacht und habe dann auch darin einen Doktor gemacht, und zwar an der ETH in Zürich. Dann habe ich in verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen gearbeitet, beim Deutschen Wetterdienst und an der Universität zu Köln. Und dann hat es mich wegverschlagen von der eigentlichen Wissenschaft hin in eine wissenschaftliche Bibliothek, und zwar in der vom Forschungszentrum Jülich. Da arbeite ich ja heute noch. Nebenbei habe ich einen Master gemacht, einen Master auf mein Diplom und auf meinen Doktor in Informations- und Bibliothekswissenschaft. Und genau in diesem Bereich werde ich ab Februar Professorin an der Technischen Hochschule in Köln sein. In Informationsdienstleistungen und Wissenschaftskommunikation. Genau, Claudia ist quasi bei euch ums Eck mit ihrer Professur. Und man sieht direkt jetzt im Verhältnis zu den Videos davor, dass die Videos, in denen es stärker um Informationsvermittlung oder Mitteilungen geht, in der Regel auch länger sind. Also die Videos, die stärker auf Performance und Trends ausgerichtet sind, bleiben oft in diesen 15 bis 20 Sekunden Modus. Und die, wo mehr Inhalte vorgesehen sind von den VerfasserInnen bzw. von den Schaffenden, Formatschaffenden, sind häufig länger. Genau, und TikTok in Bezug natürlich auf die Affordanzen, die letztlich mit der Plattform oder mit der App verbunden sind, hat auch als Default-Modus schon mal eingestellt, dass man 15 Sekunden aufnimmt. Also es soll eher die Nutzenden dazu bringen, sehr, sehr kurze Inhalte zu produzieren. Ich kann dann wechseln in 60 Sekunden und mittlerweile auch in 3 Minuten. Also es ist durchaus mittlerweile auch möglich, noch längere Videos zu machen. Das machen aber nicht so viele Personen. Aber von der Idee her ist eben erstmal vorgesehen, mach lieber kürzer und dafür mehr Videos beispielsweise. Dann haben wir natürlich auch mehr Content auf der Plattform. Und dann ermöglicht es die App eigentlich relativ niedrigschwellig, diese Videos zu bearbeiten bzw. so anzupassen, dass sie dann auch der Ästhetik Genüge tragen können, die sich häufig durch die Plattform zieht. Insofern, das heißt Aufnahmegeschwindigkeit, das ist aber ein kleiner Fehler drin, aber man kann es trotzdem noch erahnen, kann man einstellen, ob man das Video langsamer aufnimmt, als es tatsächlich dann ab, also dadurch, dass dann wird es eben schneller abgespielt später, oder in dem umgekehrten Fall, dass man dann eine Slow Motion machen kann. Genau, Aufnahmelänge ändern kann man machen. Und ansonsten hat man die Möglichkeit, mit Filtern zu arbeiten, die jetzt aber auch so ähnlich sind wie auf anderen Plattformen erstmal, und aber auch mit sehr krass ausgearbeiteten Beauty-Filtern eigentlich. Das heißt, man kann sich die Zähne weiß machen, man kann sich in Echtzeit auch schminken, also dass man das auch gar nicht mehr machen muss. Man kann schon mit fertigen Lippen und Lidschatten und Augen-Make-up und eben neuen Zähnen und sehr geglätteter Haut ein Video machen. Mitunter sieht man sich dann selbst auch gar nicht mehr so ähnlich.
Und ein ganz wichtiges Moment ist der Timer, der eben ermöglicht, dass ich voreingestellt nur einzelne Elemente von meinem ja eh schon vielleicht nur 15-sekündigen Sound auf einmal aufnehmen kann. Genau, ich kann dann hier so sagen, ob ich möchte, dass es 3 Sekunden Vorlauf hat, bevor gestartet wird, oder 10 Sekunden, und kann dann immer genau einstellen, welches Element ich jetzt schon mal aufnehmen möchte. Das heißt, die App hat im Prinzip schon ein Schnittprogramm in sich. Es wurde dann später auch noch ergänzt, dass man dann die Clips, diese Einzelclips, die man jetzt erstellt hat, nochmal einzeln austauschen kann. Das konnte man erst nicht, da musste man immer der Reihenfolge nach das dann aufnehmen. Aber jetzt kann man quasi alles in Schnitten aufnehmen und dann sagen, okay, den dritten mache ich jetzt nochmal neu, weil der gefällt mir nicht so. Es wird also viel dafür getan, dass ich möglichst in der App bleibe. Also, dass ich da nicht nur die Videos gucke, sondern die Videos auch erstelle und somit eigentlich da gar nicht mehr rauskomme. Und es war ja auch schon vorhin im Chat bei den Begriffen, die ihr und sie genannt habt, wurde das ja auch immer schon mal gesagt, dass es sehr viel Zeit frisst, dass man sehr viel Zeit dort verbringen kann. Und das möchte die Plattform natürlich auch. Und das tut sie besonders gut durch die sogenannte For You-Page, über die quasi das ganze System organisiert wird und die sich einem sofort präsentiert, wenn man die App nutzt, wenn man die App öffnet. Das sind jetzt alles so Screenshots zu den nächsten Folien von meiner For You-Page. Aber wenn Sie jetzt auf Ihre For You-Page gehen würden oder die App neu installierten, würden Sie wahrscheinlich erstmal ganz andere Sachen sehen. Weil der Algorithmus wirklich sehr krass darin trainiert ist, zu erkennen, bei welchen Videos die Personen etwas länger verweilen als bei welchen eben nicht. Aber man sieht so ein bisschen das Chaos, was letztlich da stattfindet über die Videos, die hintereinander geschaltet sind. Genau. Die werden jetzt den Nutzenden präsentiert, zum einen vertikalen und im horizontalen Loop, der potenziell auch unendlich ist. Das heißt, wenn ich auf einem Video verharre, dann kommt es immer, 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 immer wieder. Und es gibt kein Ende dafür. Und wenn es mir nicht gefällt, kann ich ja das Video nach oben schieben und es kommt einfach ein neues. Und das kann ich auch unendlich forttreiben, weil es von der Idee her unendlich viele Videos gibt und ja auch permanent neue produziert werden. Ich glaube, man könnte nie an einen Punkt kommen, wo das dann endet. Es würde also immer weitergehen. Und das ist, was denen die Nutzenden eigentlich auch begegnen, beziehungsweise also dann die Produzierenden, indem sie versuchen, nicht sichtbar zu machen, wann ihre Videos enden. Dass quasi eine Schleife im Einzelvideo schon angelegt ist. Ich ende schon wieder mit einem Satz beispielsweise, der auch wieder anschließbar ist, anschlussfähig an den Anfang des Videos, in der Hoffnung, dass die Leute das gar nicht merken und somit dabei bleiben. Und dann habe ich schon viel mehr Views. Und Views sind eine ganz wichtige Währung auf TikTok, wie man sich ja vorstellen kann. Genau. Die wahrgenommenen Inhalte sind dabei äußerst vielfältig und gehen auch übergangslos ineinander über. Also hier sieht man zum Beispiel zwischen Halloween-Kostümen von einer Influencerin, dann vom Hebel am Ufer ein Clip, dann haben wir einen Clip von den Jusos in Jena, die sich mit der Koalitionsbildung auseinandersetzen, und daneben Chupa Chups Werbung, die auch als Video kommt. Also jetzt ist es daneben, aber es wäre natürlich dann untereinander, und es gibt jetzt überhaupt keine Kenntnis oder Kenntlichmachung dessen, auf welcher Basis jetzt ein anderes Thema auf einmal verhandelt wird oder man in eine andere Kategorie gerutscht ist. Das Erreichen der For You-Page ist aber das zentrale Ziel eigentlich aller. Also ich habe es jetzt in Anführungsstrichen und mit Sternchen versehen, weil aller kann man natürlich nie sagen, aber trotzdem der Großteil an Produktionsaktivitäten auf der Plattform vollzieht sich dadurch oder mit dem Hintergrund oder mit der Hoffnung, dass man es schafft, auf diese For You-Page zu kommen. Dass also Leute automatisch die Videos sehen, wenn sie die App starten. Und damit verbunden streben eben fehlende Nutzende einen Wechsel vom einen ins andere Extrem an, also von dem Startmoment, wo sie ganz, ganz vielen Personen erstmal folgen und die Community versuchen zu motivieren, ihnen auch zu folgen, hin zu dem Wechsel, dass sie eigentlich niemandem folgen, aber ihnen sehr, sehr viele Personen folgen. Und man sieht das hier in diesen Kurzbios auch, ne? Dass hier wirklich so Aufforderungen, heißt ja immer so wichtig, der Call to Action an die Community stehen, ob man es denn jetzt schafft, auf 200 zu kommen beispielsweise. Könnten Sie noch einmal kurz die vorherige Seite zeigen? Ja, theoretisch. Moment, so.
Wollten Sie was dazu fragen? Ich mache noch kurz per Audio. Nee, ich wollte gar nicht dazu fragen. Ich habe es mir gerade nochmal abfotografiert, damit ich das nochmal für mich nachträglich durchgehen kann und war nicht so ganz schnell. Vielen lieben Dank. Ah ja, ja, sehr gerne. Dann gehe ich wieder eins weiter. Genau. Also Sichtbarkeit ist ein zentrales Gut und wird eben durch diese For You-Page generiert. Das heißt, es geht auch darum, auf diese For You-Page zu kommen, weil sonst komme ich nicht an diese Sichtbarkeit. Und hier sieht man mal so ein Beispiel von meinem Account, eines Videos, was dann eben jetzt, sieht man ja hier unten, sehr stark über die For You-Page ausgespielt wurde. 98% der Video-Views sind über die For You-Page gegangen. Und hier sieht man auch, dass das insgesamt ja schon fast 1000 Stunden Spielzeit hat, was ja verrückt ist, wenn man denkt, dass das Video nur 15 Sekunden lang ist. Das heißt, wenn man auf dieser For You-Page kommt, das ist eigentlich auch der einzige Wert, um auf der Plattform zu skalieren. Und das möchten aber natürlich die meisten tun. Und im Schnitt ist es so, also wenn das jetzt 300.000 Views hat, dann führt das so ungefähr dazu, dass man 300 neue FollowerInnen bekommt. Jetzt aus meiner Erfahrung. Vielleicht ist bei anderen noch anders, aber das teilen jetzt auch die meisten Kreatorinnen, die ich kenne, dass es ungefähr dann so ein Tausendstel von dem ist, was man an Views bekommt, die sich dann entscheiden, bei der Seite zu bleiben. Genau, aber was würdet ihr denn sagen, beeinflusst jetzt die Tatsache, dass ein Video auf diese For You-Page kommt oder eben nicht? Ich habe das jetzt genannt, eine kleine Ideensammlung im Chat, und würde mich total freuen, wenn wieder Menschen was in den Chat schreiben, was sie denken, was bei TikTok ausschlaggebend dafür ist, dass ein Video da vorkommt. Genau, das sind schon Trends. Also es kommt viel zu Trends, Aussehen, Hashtags, extreme Inhalte. Anzahl an Likes, Anzahl der FollowerInnen kam auch. Genau, also viele Sachen konzentrieren sich auf den Inhalt, manche auf quasi die Art, also die Machart. Trends wären ja eher so die Machart im Sinne von, ich mache was nach dem Prinzip eines anderen Videos. Und dann ein dritter Schwerpunkt in den Kommentaren ist die Person selbst. Aussehen ist es jetzt, glaube ich, nicht, weil ich sehe in den meisten meiner Videos gleich aus, aber manche sind auf einmal riesig groß und manche werden auch vielleicht nur 1000 Mal gesehen. Was dann auch schon wieder Hinweis darauf gibt, dass es auch nicht die FollowerInnenzahl ist, weil der Account hat 15.000 FollowerInnen ungefähr mittlerweile. Und das ist aber kein Garant dafür, dass diese 15.000 Menschen auch nur mit Chance eins dieser Videos sehen. Sponsoring, das gibt es jetzt mittlerweile immer mehr auf TikTok, dass es dann auch stärker ausgespielt werden kann. Das hat sich erstmal noch so etabliert, was so dann noch verschiedene Formen sind, überhaupt Werbung auf die Plattform zu bringen. Also es hat eine Weile gedauert, aber wird jetzt auch relativ stark promotet. Es kommt der Hinweis, ob man sich Reichweite kaufen kann. Kann man mittlerweile auch. Also ich könnte jetzt zum Beispiel meine eigenen Videos auch auf der Plattform bewerben. Und je nachdem, wie viel Reichweite man will, ist das dann aber auch, glaube ich, relativ teuer. Ich habe tatsächlich meine Videos jetzt noch nicht beworben. Vielleicht müsste ich das mal machen, dann kann ich sagen, was da die Kosten waren. Genau, aber ich hatte ein Video, was 500.000 Views ungefähr hatte. Und da hatte mir jemand von einer Firma, der quasi auch mit TikTok immer schon mal in Kontakt steht, gesagt, dass das schon ein fünfstelliger Betrag gewesen wäre, wenn die das jetzt hätten sich kaufen wollen, so viele Views. Das ist aber eine Information, die schon ein Jahr alt ist. Also vielleicht ist das jetzt teurer geworden oder günstiger oder weiß ich nicht genau, wie sich das weiterentwickelt hat. Ich werde vor dem nächsten Vortrag also vielleicht mal ein Video bewerben. Dann kann ich erzählen, wie das genau funktioniert. Genau.
Hier sieht man, wie unterschiedlich die sind, ne? Also das war ja das, was wir eben, oder was ich eben schon mal erwähnt habe, dass die Ausspielung unabhängig von der Kanalgröße ist. Zum Beispiel haben wir hier eine Reihe, die geht zum Beispiel nie gut wissenschaftlich unterwegs. Ich mag das so gerne, weil das so ist ein Teil vom Wissenschaftsalltag. Aber das hat jetzt nur 1300 Views. Während diese Bachelorarbeits-Mini-Tipps fast 300.000 haben. Und dann gibt es oft so 4, 5. Und manche sind dann halt, werden halt stärker ausgespielt. So wie hier was. Lernen für die Klausuren hat irgendwie 60.000 Views fast bekommen. Und Nobody Prof-Edition. Das wäre jetzt ein Beispiel für an einen Trend angedockt. Das war ja auch eine Vermutung, die da war. Dann gibt es eben ab und zu Trend-Sounds und da machen dann alle irgendwie was zu genau diesem Sound. Und das wird dann stärker mitunter ausgespielt, ist aber auch kein Garant, weil Move It ist zum Beispiel auch, war auch ein Trend genau im gleichen Moment und wurde aber nicht so stark ausgespielt. Das heißt, es ist relativ schwer vorausschaubar, was stärker ausgespielt wird als anderes. Aber es ist sehr entscheidend, wie lange die Leute bei dem Video dabei bleiben. Deshalb sind die Chancen natürlich größer, weiter ausgespielt zu werden, wenn die Videos kürzer sind. Und das passt dann auch dazu, dass das Interface suggeriert, wenn neue Nutzende kommen, dass sie erstmal lieber 15-sekündige Clips machen sollen, weil dann im Verhältnis prozentual schon nach 3 Sekunden die Leute ja schon relativ viel dieses Videos gesehen haben und sich die Chance erhöht, dass es deutlicher ausgespielt wird. TikTok sagt, dass sie einen sogenannten Content Graph haben und für jedes Video tatsächlich einzeln entschieden wird, wem und wie stark es ausgespielt wird. Und es unabhängig davon ist oder sein soll, wie groß die Accounts tatsächlich sind. Also wenn sie ihr auf der App seid und ihr vielleicht einigen Accounts auch folgt, die sehr, 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 sehr viele FollowerInnen haben, kann es trotzdem sein, dass die ab und zu Videos haben, die nur 1000 Views haben. Das ist auf der Plattform immer möglich und führt dann dazu, dass noch mehr Engagement stattfindet, weil man immer wieder in so eine Überlegung kommt, warum ist das jetzt so, und dann wieder was Neues probiert beispielsweise. Was die Leute am meisten probieren, ist in ihrer Videounterschrift Hashtags zu machen, die sagen, bitte packt es doch auf die For You-Page. Wir haben so eine Analyse gemacht zu einem Trend, der WW3 hieß. Und da haben wir ganz, ganz viele Hashtags analysiert. Und es war sehr auffällig, dass wirklich dieses Schrei nach Sichtbarkeit und nach Viralität das allermeiste Verwendete eigentlich war an Hashtags. Ich habe das hier nochmal anders zusammengestellt. Das ist jetzt hier so, sind Zweierkombinationen. Das heißt, das bedeutet jetzt, wenn mindestens dieses Hashtag WW3, dass man wusste, dass es eben Teil dieses Trends ist, dann hatten fast, also über 90% hatten dann quasi zusätzlich noch irgendein Hashtag dabei, was entweder schon For You heißt, For You Page, For You America oder For You Deutschland oder Viral oder Trend, um einfach darauf hinzuweisen, hey, ich bin ein Video zu einem Trend und es wäre super gut, wenn du mich auf die For You Page setzt. Es funktioniert aber nicht. Es ist dem Algorithmus natürlich vollständig egal. Das Einzige, was die Hashtags eigentlich tun, ist ja, dass die Videos zueinander clustern. Und For You ist ja kein inhaltstragendes oder keine inhaltstragende Beschreibung in dem Sinne, sondern sagt ja nur wirklich, ich möchte gesehen werden. Und das führt dann dazu, dass diese Videos eigentlich nicht gesehen werden, weil die allermeisten Videos haben dieses Hashtag. Und wenn ich auf das Hashtag jetzt klicken würde, dann sehe ich natürlich nur die super erfolgreichen und komme niemals auf diese neuen Videos. Das ist also komplett unabhängig davon zu sehen. Genau, das ist nochmal mit 3. Trotzdem können Hashtags eine Rolle spielen. Und ein Prinzip, was auf der Plattform häufig präsent ist, ist das Prinzip der Hashtag-Challenge. Und wenn man eben auf dem Startbildschirm auf die kleine Lupe geht, dann um eben was zu entdecken oder um was zu suchen, dann werden immer bestimmte Hashtags angekündigt, mit denen man sich jetzt gerade gut auseinandersetzen könnte. Und das erhöht dann die Chancen, dass das Video auch ausgespielt wird. Das heißt, ne, wenn wir jetzt zurückdenken, die Leute möchten so gerne auf diese For You-Page, damit ihre Kanäle größer werden und die App spielt immer damit zu sagen, das ist potenziell möglich. Dann kriege ich eine Aufforderung von der App, die da sagt, hey, mach doch mal hierzu was. Und deine Chancen sind größer, dass dein Video ausgespielt wird, kann ich eigentlich versuchen, als Plattform jetzt,
Menschen zu bestimmten Dingen, die ich jetzt eben platzieren möchte, dazu zu bringen, sich kreativ damit auseinanderzusetzen. Also ich zeige mal, wie das dann aussehen könnte. Also es gab zum Beispiel einmal das Hashtag Women in Science und da hatte ich ein Video dazu gemacht. Und dann kann die Plattform für sich entscheiden, welche dieser Videos sie dann nimmt und auf diese Entdeckenseite setzt. Und da war jetzt mein Video dann auf dieser Entdeckenseite auf einmal platziert worden, obwohl das kaum noch jemand gesehen hatte. Und dann haben es natürlich viele Leute gesehen. Nicht so viele wie jetzt bei diesen Riesendings, was da eben war. Aber trotzdem, 30.000, was ist 30.700 Leute? Das sind dann ja schon deutlich mehr Leute als der Account. Das Video ist auch schon ein bisschen älter, war der Account auch eh noch ein bisschen kleiner. Und hier sieht man, dass die meisten über das Hashtag dazugekommen sind. Das ist fast nie so. Also das ist in der Regel nur dann so, wenn eine Hashtag-Challenge platziert ist. Und das war jetzt hier der Fall. Genau. Deshalb nutzen Leute oft diese Hashtag-Challenges als so eine Art Workaround, um auf die For You-Page zu kommen, obwohl sie gar nichts zu diesen Challenges eigentlich machen. Also obwohl es inhaltlich überhaupt nicht zu dem passt, was da passiert, machen sie eben diese Hashtags unter die Videos und hoffen einmal mehr, jetzt klappt es aber. Jetzt komme ich bestimmt auf die For You-Page. Und das ist ja auch das Cover des Vortrags quasi oder der Ankündigung gewesen, dass man das hier sieht, dass wir ein Video haben, was alle diese Hashtags, die gerade aktuell sind, gleichzeitig adressiert. Und die haben aber ja gar nichts miteinander zu tun. Also das eine ist irgendwie Nagellackwerbung, das andere ist eine Aktion gegen Nazis. Und das kann ein Video selten auf einmal inhaltlich thematisieren. Und das führt dazu, dass Hashtags nicht so eine Relevanz auf der Plattform haben, wenn es darum geht, tatsächlich Inhalte identifizieren zu wollen oder Inhalte zu bestimmten Themen zu finden, weil sie letztlich einfach verwendet werden, um Sichtbarkeit zu generieren. Genau. Und was auch auffällig ist, ist, dass immer mehr kommerzielle Hashtag-Challenges kommen. Und wenn man schon in diesem Modus ist, dass Personen also versuchen, über diese Hashtag-Challenges auf die For You-Page zu kommen und sich quasi einfach an dem orientieren, was die Plattform jetzt ausschreibt, dann produzieren sie letztlich auch Inhalte für Werbemaßnahmen oder sind dann Teil von Kampagnen, wie jetzt hier von Always Deutschland, ohne dass sie das vielleicht erstmal so sich bewusst gemacht haben. Vielleicht ist ihnen, also ja genau, ohne dass sie sich dessen unbedingt bewusst sein müssen, ohne dass es vielleicht aber auch ein Inhalt ist. Das führt jetzt wieder dazu, dass es für die Marken auch nur so mittelgut funktioniert, weil es kann sein, dass ganz viele Videos entstehen, die mit ihnen gar nichts zu tun haben. Aber die Plattform kann natürlich sagen, super, ne, da sind jetzt so viele Videos entstanden, die sich mit Always Good Night hier auseinandergesetzt haben zum Beispiel. Also eine zentrale Herausforderung für die Nutzenden ist natürlich dann immer wieder zu überlegen, wer hat jetzt die Einladung zum Performen ausgesprochen und aus welchen Gründen. Die Plattform spricht eigentlich andauernd Einladungen aus, zum Beispiel indem sie letztes Jahr gesagt hat, ich gebe jetzt mal relativ viel Geld aus, damit Leute Bildungsvideos bei uns machen. Denn wir wollen mehr Bildungsinhalte. Wir wollen nämlich eben nicht Tanz und Performance sein, sondern wir möchten Bildungsinhalte haben. Oder dann hat sie dieses Jahr gesagt, hey, wir möchten mehr Kulturinhalte und Kunstinhalte und hat Creators for Diversity gestartet und auch wieder relativ viel Geld ausgegeben. Und da konnten sich jetzt Projekte bewerben. Und ich glaube, es sind auch Menschen von Projekten hier, die eine Förderung gewonnen haben oder bekommen haben. Und da wurden jetzt über 50 Projekte gefördert, die nun regelmäßig mit dem Hashtag verbunden eben dann spezielle Inhalte posten. Das heißt, hier gibt es auch so eine Art Promotion von spezifischen Hashtags, die ja dann wiederum genutzt werden können, um an anderer Stelle zu kommunizieren, dass zu diesen Themen hier sehr viel passiert. Und es kann dann wieder eine Einladung für andere sein, auch viel zu produzieren. Genau. Dann gibt es in Bezug auf die CreatorInnen, die eben schon mit der Plattform verbandelt sind, immer noch mal so extra Aktionen, wie hier zum Beispiel Hashtag mein Problem, dein Problem. Da wurden Leute extra aufgefordert, ein entsprechendes Video zu machen zu diesem Thema, um die Community zu mobilisieren, auch Videos zu diesem Thema zu machen. Also es wird wirklich ganz genau
versucht, den Diskurs oder die Vielfalt des Diskurses auf der Plattform so zu beeinflussen, dass die Plattform es in irgendeiner Weise positiv für ihre Eigendarstellung nutzen kann. Das war jetzt nicht so eine erfolgreiche Kampagne hier. Das haben, glaube ich, gar nicht so viele Creatorinnen da mitgemacht, weil das wahrscheinlich ein bisschen sehr intensiv war. Aber es war ein Versuch, eben die Inhalte mitzugestalten. Genau. Vieles aber natürlich findet gar nicht in diesem Punkt statt, sondern ist wirklich so eigeninitiiert, Videos zu schaffen, die eben entweder einfach Spaß machen und sich gerne an Trends orientieren oder in denen es auch darum geht, sich mit der Welt, in der wir leben, auf eine kreative Art und Weise auseinanderzusetzen. Und dafür hat die Plattform auf jeden Fall auch eine Relevanz. Das sind jetzt hier Screenshots von Videos, die wir analysiert haben zum Thema Corona. Und das war so noch zu Beginn der Pandemie, als dann viele Personen zum Beispiel in ihren Videos thematisiert haben, wie man jetzt besser mit der Situation umgehen kann. Also hier sind so Tipps, wie man möglichst gesund durch die Außenwelt kommt. Oder hier sind Versuche zu sehen, wie man, um den Coronavirus sichtbar zu machen oder das Virus sichtbar zu machen und es damit ein bisschen handhabbarer zu haben, beziehungsweise ihm besser begegnen zu können. Und da geht es natürlich immer auch um Entlastung für die eigene Person. Genau. Distanz durch ironische Überzeichnung, das ist eh eins der Hauptprinzipien oder ästhetischen Prinzipien auch, die sich auf der Plattform finden, dass es sehr humorvoll abläuft und immer so eine Distanz geschaffen wird, die dazu führt, dass man leicht in der Lage ist zu sagen, ich habe aber den Inhalt so nicht gemeint, sondern ich distanziere mich auch von meinen eigenen Inhalten. Es ist immer eine Überperformance mitunter. Genau, hier wurde so eine Liebesgeschichte inszeniert, wo dann als Jahresgeschenk ein Mund-Nasen-Schutz verteilt wurde. Und man sieht ja hier in dem dritten Screenshot, wie schön mit diesen ganzen Herzchen, dass sich die Person jetzt sehr, sehr freut, dass sie diesen tollen Mund-Nasen-Schutz geschenkt bekommen hat. Vieles aber eben auch Aufklärung und Information gewesen zu diesem Thema. Und das bringt uns natürlich in ein ganz anderes Feld, weil hier ist natürlich wirklich dann relevant, wer betreibt denn diese Aufklärung und Informationsaktivitäten und aus welchem Grund? Und wie viel oder wie kann man diese Quellen letztlich dann bewerten? Weil das steht natürlich da nicht dabei. Da kann ja jede Person jederzeit verschiedene Sachen eben einfach produzieren und mit anderen teilen. Und das ist immer dann in der Diskussion oder das wird besonders dann relevant, wenn es sich um Accounts handelt, die dann schon größer sind. Also es ist jetzt hier ein Beispiel aus auch der Lernen mit TikTok-Kampagne. Kennen vielleicht einige die Wissenschaftlerin. Eine junge Wissenschaftlerin, die Doktorandin ist und eben auch sehr viele Videos macht. Und der Account ist jetzt immer mehr gestiegen, jetzt mittlerweile auf über 300.000 FollowerInnen. Und da gab es dann unter anderem irgendwann hier dieses Video, das ist schon ein etwas älteres Video, was 16 Millionen Views hatte, eine Kooperation mit Zalando und Adidas. Und das passte dann eigentlich nicht zu den anderen Videos, die immer irgendwie was mit Wissenschaft zu tun hatten, weil das natürlich jetzt eine Werbemaßnahme war für, ich glaube, irgendeinen Adidas-Schuh, der jetzt besonders nachhaltig war. Und genau, das ist jetzt hier nochmal so ein neueres Video, was sie gemacht hat, wo sie auch eine Kooperation hat mit 3M. Und das ist jetzt hier auch getaggt als Anzeige. Und je größer die Accounts werden, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass dann eben auch eingekaufte Inhalte zu finden sind. Und das befördert die Plattform auch, indem sie irgendwie so eine Art Stufensystem geschaffen hat, wie man Geld mit den Videos verdienen kann. Also ich bin zum Beispiel jetzt auf Stufe 2, TikTok-Kreativitätsfonds. Also Stufe 1 ist jetzt, dass man ab 1.000 FollowerInnen Live-Videos machen kann. Stufe 2 ist, dass man für seine Videos Geld bekommt. Und das ist wahnsinnig viel Geld. Also ich habe jetzt, habe ich nochmal geguckt, insgesamt, seit ich den Account gestartet habe und in diesen Fonds kam, 13 Euro schon verdient. Ich habe jetzt noch nicht abgerufen, aber wenn ich mal ganz dringend Geld brauche, dann könnte ich immer 13 Euro von TikTok mir auszahlen lassen. Und die Stufe 3, über 100.000 FollowerInnen, da hilft einem oder supportet einem die Plattform dabei, sich mit Marken zu verbinden. Das heißt also, alle authentisch aufgebaute Reichweite führt dann dazu, dass ich irgendwann als wie so eine Art Teilziel die Information bekomme, jetzt kann ich auch mit Marken kooperieren. Und dann stehen die Leute natürlich vor der Herausforderung, wie passt das jetzt zu dem jeweiligen Account?
welche Kooperation möchten Sie machen, aber es suggeriert natürlich, dass es gut ist, Kooperationen zu machen. Genau, das war so ein Beispiel, wie diese Monetarisierung aussieht. Es war ein super erfolgreicher Tag, 1,03 Euro. Und das ist auch schön, ne? Weil sie dann auch, sie loben das dann auch, gute Arbeit. Und ich glaube, sie haben auch geschrieben, dass man sich mit dem Kreativitätsfonds die Freiheiten sichern kann, um die Videos so zu machen, wie man sie machen möchte. Das denke ich dann auch. Fühle ich mich gleich motivierter. Trotzdem, je erfolgreicher die Personen sind, kommt man in so einen Bereich, wo Leute sich mit denen dann auch identifizieren wollen und das gerne machen. Wir haben so eine kleine Studie bei uns an der FH Potsdam gemacht, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, wo wir nochmal überlegt haben oder wo wir Jugendliche gefragt haben, wie sie denn zu den Personen stehen, denen sie im Netz folgen. Da war TikTok noch nicht deren Hauptmedium, deshalb sind das jetzt hier immer YouTuberInnen und InstagrammerInnen. Aber 2/3 von denen haben gesagt, dass die Lieblings-YouTuberin immer oder fast immer vertrauenswürdig ist. Und es hat sich auch 1/4 regelmäßig oder ja nicht regelmäßig, aber tut es, informiert sich über Produkte, die vorgeschlagen werden von diesen Personen. Und sogar noch mehr als 1/4 hatten gesagt, dass sie schon mindestens einmal ein Produkt erworben haben, das ihnen so vorgeschlagen wurde. Und ne, das Phänomen ist ja dann tatsächlich, dass die Reichweite größer wird und gleichzeitig wird die Beziehung enger zu den Personen, die eben einem folgen. Und wenn man dann motiviert wird durch das System, sich an diesen Monetarisierungsaktivitäten zu beteiligen und auch Werbung zu machen, führt es damit unter dazu, dass Leute auch beeinflusst werden von den jeweiligen Accounts. Genau. Und das geht relativ schnell. Also ich habe das jetzt bei mir auch gesehen schon, das ist jetzt auch schon sogar, diese Kommentare sind schon ein bisschen älter, dass Leute ganz schnell gesagt haben, dass sie irgendwie so eine Verbindung dann zu einem aufbauen. Also so wie hier, dass jemand auf einmal geschrieben hat, sie sind meine Lieblings-TikTokerin. Und das so für mich total verwirrend dann war, weil ich ja eigentlich Wissenschaftlerin bin, die einfach nur auch was auf TikTok macht. Aber das wurde dann von den Personen ganz anders wahrgenommen. Oder hier hatte ich irgendwie so gefragt, ob ich demnächst mal so ein, also ob ich diese Reihe wissenschaftlich unterwegs starten soll. Und das fanden dann Leute total interessant. Also hier hatte dann jemand geschrieben, wäre sehr cool, ich habe mich schon so lange gefragt, was du aktuell so machst. Und da gab es diesen Account aber erst seit einem Monat. Und da wusste ich dann, also ne, da merkt man aber, dass diese Beziehung einfach wahnsinnig schnell aufgebaut wird. Denn so lange konnte die Person sich das ja noch nicht gefragt haben. Genau. Ich habe jetzt nur noch so, weil wir ja auch in der Zeit voranschreiten, habe ich nur so kleine Beispiele für kreative Aneignung beziehungsweise für Nutzung, wie sie vielleicht TikTok selbst sich das nicht gedacht hat. Und bei mir war eine Reihe mein Studium, die hat es auf 23 Folgen gebracht, die von der Community auch selbst erstellt wurden. Und da geht es darum, dass Personen anderen Personen wiederum jeweils vorstellen, was sie da so studieren. Und genau, das war quasi hier der Auftakt dieser Reihe. Heute möchte ich eure Frage beantworten, wie die Studienpläne in einem Medizinstudium aussehen. Ich finde es total schön, dass Veronika jetzt quasi eine Art Gastclip für mein Format Eine Minute Wissenschaft gemacht hat, um euch einfach mal vorzustellen, was im Medizinstudium dann so alles passiert. Denn ich weiß ja, dass das viele von euch interessiert. Und ich habe die Story gestern schon auf Instagram geteilt und da ist es tatsächlich so gewesen, dass sich sofort jemand gemeldet hat und gesagt hat, hey, ich könnte auch mein Studium vorstellen und zwar das Jurastudium. Insofern wird es morgen schon einen neuen Gastclip geben, wo wir uns das Jurastudium näher anschauen. Und ich dachte jetzt, es könnte ja auch Anlass für eine gemeinsame Aktion sein, weil ihr seid ja vielleicht auch gerade im Studium oder schon fertig und wollt den anderen mitteilen, was da so passiert. Insofern, wenn ihr Bock habt, auch ein Video zu machen, dann verlinkt es doch mit dem Hashtag Eine Minute Wissenschaft und zusätzlich mein Studium und dann könnt ihr meinen Account irgendwie verlinken und dann kann ich es hier auch vorstellen und so können wir uns vielleicht so eine gemeinsame Sammlung schaffen an verschiedenen Studieninfos und dann irgendwie immer in Kontakt bleiben und schauen, wer denn was denn eigentlich gern machen will und was die Besonderheiten sind. Also seid dabei, folgt dem Kanal, folgt Veronika, kreiert was, ich freue mich. Also ein typisches Influencer-Blabla, was ja auch viel mit insofern. Also ich finde es auch lustig, das mit Abstand nochmal anzusehen. Und bei TikTok ist so, dass wenn man diese Stitches macht, muss man sie immer in der App machen. Man kann das dann nicht quasi vorher zusammenschneiden. Trotzdem hat es dazu geführt, dass sich dann einige Leute beteiligt haben. Ich zeige jetzt die einzelnen Videos nicht, weil wir ja auch noch Zeit zum Diskutieren haben wollen. Aber die erste Community-Folge, da ging es um das Jurastudium.
Und dann gab es, das Mathestudium war irgendwie eins der beliebtesten, haben auf einmal ganz viele Leute sich angucken wollen. Und was ich interessant fand, war, dass es dann so eine Art Selbstläufer wurde, dass Personen, wenn sie was zu ihrem Studium gemacht haben in Videoform, das dann auch mit dem Hashtag versehen haben, ohne dass sie überhaupt von der Aktion wussten. Weil das Hashtag an sich dann auf einmal eine relativ große Reichweite erlangt hatte. Und dann wird es von der App dann auch wieder vorgeschlagen. So können dann Leute wieder dahin geführt werden. Eine zweite Aktion, die ich gestartet hatte, war Roast My TOC. Das war, hat dem begegnet, dass ich relativ oft Fragen bekommen habe von Studierenden in Bezug auf ihre Gliederung von Hausarbeiten. Und da konnte man mir dann, oder da kann man mir theoretisch auch jetzt noch Gliederungen schicken und dann mache ich so einen ganz kurzen Clip dazu, was ich denke, was an diesen Gliederungen noch nicht so gut funktioniert und worauf man vielleicht noch achten könnte. Und das war dann auf einmal so total, dass alle unbedingt gerne Gliederungen schicken wollten. Und da war ich jetzt mit meiner Vollzeitstelle, die ich ja eigentlich habe, denn ich bin ja eben nicht TikTokerin, sondern Professorin und Wissenschaftlerin, an dem Punkt, dass ich so viele Gliederungen gar nicht besprechen kann und konnte, wie mir da geschickt wurden. Also ich habe ein paar Folgen dafür gemacht, aber dann ist es irgendwann so geworden wie mit den normalen E-Mail-Postfächern von uns Profs, dass sie immer wieder überlaufen und wir gar nicht nachkommen, die Sachen zu beantworten. Und für mich ist das Zeichen dessen, dass in dem Moment, wo man natürlich eine Aktion mit der Community macht, und das ist ja vielleicht auch für pädagogische Aktivitäten, um jetzt mal so eine Brücke auch zu den Studiengängen zu ziehen, kann das ja immer schnell passieren, dass man sowas gerne machen möchte. Eine große Verantwortung, das dann eben auch weiter zu betreuen, was dann da passiert. Und zum Schluss habe ich noch ein Video eingefügt von einer Sommerakademie, die ich unter anderem mit Martina gemacht habe. Und die vielleicht auch zu Dingen passt, die später nochmal in Köln passieren werden, möglicherweise. Ich weiß ja nicht, was Martina alles plant. Und zeige daraus jetzt aber nur einen Ausschnitt. Da war die Idee zu überlegen, wie kann man denn vielleicht digital erweiterte Theaterworkshops mit TikTok realisieren. Und ich spule aber ein bisschen vor, wo es dann losgeht mit den Formaten der Personen, die sie sich dann ausgedacht haben oder einige davon. Genau, hier haben wir erst, also es war quasi ein Viertagesformat und wir haben erst uns die ganzen Prinzipien von TikTok angeschaut und überlegt, wie man die nutzen kann. Genau, ich mache einfach mal hier in der Mitte an. Hi, ich bin die Beste. Ich bin ja auch die beste Ernte. Die Beste? Du hast 0,4 Gramm Salz. Ich habe 0,6 Gramm. Nur die echte King's Crown kann so viel. Das sind jetzt so verschiedene Auseinandersetzungen mit Hamlet. Die Teilnehmenden dann, also die Teilnehmenden mussten sich immer überlegen, was sie sich vorstellen könnten, was Aktionen wären und dann auch gegenseitig austesten, wie es funktioniert hat. Immer noch ein zweiter zu einem ganz konkreten Moment. Oder du steigst in unsere Impro-Challenge, geht so. Wir geben dir für ein Duett eine Rolle und anschließend zwei Emotionen vor. Du steigst in die Rolle ein und musst dann die beiden Emotionen durchspielen. Reagier auf unser Duett oder erstell ein eigenes How-to-Impro mit deiner eigenen Rolle und zwei neuen Emotionen. Damit andere im Duett gut reagieren können, wählst du am besten eine simple Rolle aus, in die man schnell und leicht einsteigen kann. Schreib mal in die Kommentare, wenn du noch eine Frage oder schon eine Rollenidee hast. Viel Spaß! So, ein Espresso war das bei Ihnen. Macht dann 57, bitte. Das ist Ihnen zu viel. Naja, Sie wissen doch, die Cafés, wir sind einfach nicht gut durch die Krise gekommen. Und runden Sie ruhig auf 10 auf. Passt schon dann. Hi, was kann ich euch bringen? Hi zusammen, ich kann ein Chardonnay empfehlen, ist auch gar nicht so teuer, 200. Ich bringe euch einfach mal zwei Flaschen. Wissenschaftszeitvertraggesetz.
Und jetzt der Vorwurf, Prekariat der Wissenschaft. Was für ein Schmarrn! 12 Jahre müssen langen, um sich zu positionieren. Na gut, 18. Genau. Also das waren zwei kleine unterschiedliche Beispiele. Und damit würde ich die Bildschirmpräsentation auch gern stoppen, damit wir tatsächlich noch eine halbe Stunde Zeit haben, uns auszutauschen. Vielen Dank soweit fürs mit mir durchhalten.